Es gibt eine neue Wendung im Fall der verborgenen Kammer der Cheops-Pyramide, die im letzten Jahr entdeckt wurde. Ein italienischer Astrophysiker und Archäoastronom hat jetzt eine wirklich spannende Erklärung entwickelt, was sich in der Kammer verbirgt. Und das scheint mehr als pure Luft zu sein. Es wäre ein wirklich unglaublicher Schatz. Was es ist und warum es sich dort verbergen soll, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ich habe mich nochmal mit der Aussprache von Cheops ein bisschen beschäftigt. Tatsächlich in Süddeutschland und Österreich wird Cheops gesagt. Deswegen sage ich in diesem Video mal wieder Cheops und vielleicht demnächst mal wieder anders. Ja, Anfang November 2017 haben wir darüber berichtet, in der Cheops-Pyramide wurde ein riesiger Hohlraum entdeckt. Über den Inhalt bzw. den Zweck schießen die Spekulationen jetzt ins Kraut. Obwohl, es gibt eine erste Forschungsarbeit, das von einem renommierten Astrophysiker und Archäoastronom. Giulio Magli ist Professor an der Politecnico in Mailand und dort Direktor der Mathematischen Fakultät. Archäoastronomie ist ein Spezialgebiet der Archäologie und beschäftigt sich mit der astronomischen Bedeutung von Relikten und Bauten aus der Vergangenheit. Und da ist Ägypten natürlich eine wahre Schatztruhe und vielleicht in diesem Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Giulio Magli hat sich jetzt mit dem Hohlraum beschäftigt und ist zu sehr interessanten Schlüssen gekommen. Aber erst nochmal zum Hohlraum und wie er entdeckt wurde, denn auch das ist schon eine absolute Sensation. Er wurde nämlich mit Teilchenphysik entdeckt. Er wird schon als die Entdeckung des Jahrhunderts bezeichnet. Die Kammer ist wirklich riesig, 30 Meter lang, 8 Meter hoch und breit oberhalb der Galerie, also des Ganges, der zur Königskammer führt. Und die Entdeckung mit Teilchenphysik funktionierte so. Myonen haben die Kammer nachgewiesen. Sie entstehen, wenn Protonen aus dem Weltall auf unsere Atmosphäre treffen. Dabei zerfallen Atomkerne und es entstehen diese Myonen. Sie sind wie Elektronen negativ geladen, zerfallen aber bereits nach 2,2 Millisekunden. Von außen betrachtet existieren sie aber viel länger. Die Relativitätstheorie macht es möglich. Sie bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fort. Deshalb wirkt die Zeitdilatation auf sie und sie haben für uns rund 10-mal mehr Zeit, bis sie zerfallen. In dieser Zeit können sie die Erdoberfläche erreichen. Auf dem Weg durch Materie werden sie dann abgelenkt. Fliegen sie nicht durch Materie, werden sie eben nicht abgelenkt. Stellt man in einer Pyramide, also unterhalb eines Hohlraumes, Detektoren auf, treffen dort mehr Myonen auf als unter einer dicken Steinschicht. Wie mit einem so konstruierten Röntgengerät können jetzt Hohlräume entdeckt werden. Und genau das ist jetzt passiert. Oberhalb der Galerie muss es nach den Messungen der Teilchenphysiker und Physikerinnen einen Hohlraum geben, 30 Meter lang und 8 Meter hoch und breit. Aber was verbirgt sich in dieser Kammer? Magli hat sich erstmal mit der Literatur beschäftigt und ist auf Interessantes gestoßen. Seine Quelle sind die Pyramidentexte. Das sind Texte, die sich an den Innenwänden der Pyramiden und an den Innenseiten der Särge befinden. Dort ist ein eiserner Thron erwähnt, auf dem, Zitat aus der Forschungsarbeit, der verstorbene Pharao, bevor er die nördlichen Sterne erreicht, die Tore zum Himmel passiert, ja, Platz nehmen muss. Nun gibt es genau solche Tore zum Himmel der Pyramide. Das jedenfalls vermutet Magli, dass sie genau diese Tore sein könnten. Sie sind am Ende zweier Schächte im Süden und im Norden. Das Tor am Ende des südlichen Schachtes wurde schon genauer untersucht. Beim nördlichen Schacht ist das aber noch nicht geschehen. Und er endet genau da, wo der verborgene Hohlraum vermutet wird. Also wo er so ungefähr sein kann. Die genaue Lage konnte nämlich bisher noch nicht ermittelt werden. Ja, wenn es so wäre, dann könnte sich hinter diesem nördlichen Himmelstor zum einen dieser Hohlraum befinden und zum anderen ein wirklich unglaublicher Schatz. Ein eiserner Thron wäre so ziemlich der unglaublichste und wertvollste Schatz der Vorzeit. Denn, und das ist wirklich absolut faszinierend, damals konnte noch gar kein Eisen aus Eisenerz gewonnen werden. Die Technik war einfach noch nicht entwickelt. Trotzdem gab es schon Relikte und gibt es auch heute noch aus Eisen. Und sie waren damals wahrscheinlich das Wertvollste, was man besitzen konnte. Das Eisen damals nannte sich Himmelseisen. Und dafür gibt es einen faszinierenden und einfachen Grund. Das Eisen kam aus dem All. What? Ja, es stammt von Eisenmeteoriten. Dieses Eisen konnte nämlich schon relativ einfach bearbeitet werden, war aber natürlich extrem selten. Maglis Vermutung, in der Kammer befindet sich ein Thron aus solchem Eisen, gebaut wie zum Beispiel der Thron von Cheops Mutter Heteferes. Das heißt, dass die Konstruktion aus Holz ist, er aber mit Eisen verkleidet wäre. Während andere Forschungsteams vorschlagen, irgendwie mit Endoskopen durch das Gestein in den neuen Hohlraum zu gelangen, hat Magli jetzt einen ganz konkreten Plan. Die Himmelstore,
also Himmelstore, man weiß es ja nicht, ob es diese Himmelstore sind, am Ende des nördlichen Gangs sollen genauer untersucht werden. Er kann sich vorstellen, dass man so zur geheimen Kammer gelangt und dann diesen unglaublichen Schatz entdecken wird. Das ist ja mal eine konkrete Idee und vielleicht wird dann schon bald weiter geforscht. Wenn es Neues dazu gibt, dann erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau, auf die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter, also hier, dafür draufklicken. Mysteriöses Rätsel um Nazca-Linien endlich gelüftet. Ja, und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.